Systems online. Weapon charge complete. Launch button ready. Ladies and gentlemen, prepare yourselves. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Olivers Dampfgalaxie. Ja, heute habe ich mal wieder ein Liquid Review für euch, und zwar möchte ich euch heute die Sachen vorstellen von E-Generation. Ich habe da drei Liquids von der Firma Feel zugeschickt bekommen, eher gesagt vom Dietmar und vom Tom oder der Thomas. Ja, und zwar habe ich einmal bekommen das King's Barrel Archer. Dann habe ich das Grapevine Black Label bekommen und das Hollywood. Alle drei als 15 Milliliter in schicken Glasflaschen mit einer Glaspipette. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, fange ich direkt mal an. Das King's Barrel, das Archer, habe ich bereits im Tröpfler drin. Ist eine Mischung aus Zimt und Minze. Schmeckt so ein bisschen wie diese Dr. Pepper Kaugummis, glaube ich. So hießen sie. Diese Zimt-Kaugummis. Ja, schmeckt jetzt nicht schlecht, aber ist nicht so ganz mein Ding. Wirklich ein authentisches Zimt. Ne? Wirklich, also ist, als würdet ihr Zimt essen, irgendwo drauf. Und eine sehr angenehme Minze. Also obwohl es nicht mein Ding ist, eigentlich alles in allem ein gutes Liquid. Kann man so nichts gegen sagen. Schmeckt authentisch, schmeckt nach dem, was es schmecken soll. Ich bin jetzt nicht so der große Zimt-Fan und ja, Minze habe ich ganz gerne dabei. Vielleicht nicht so viel, wie da jetzt drin ist. Aber ich denke, die Leute, die halt auf Zimt und Minze oder auf diese Dr. Pepper-Kaugummis stehen, ich glaube, für die ist das ein absoluter Volltreffer, so ein Hauptgewinn. Jo, gutes Liquid, eine schöne, angenehme Süße. Ja, nichts zu meckern, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal direkt zum nächsten Liquid über. Und zwar nehme ich jetzt das Grapevine von Black Label. Riecht angenehm nach Traube. Auffällig ist hier diese richtig extrem dunkelviolette Färbung. Ich träufle einfach mal ein bisschen drauf. Dann würde ich sagen, Little Drip, ne? Boah, sau lecker. Ja, schmeckt sehr nach Traube, soll es ja auch. Hinterlässt eine angenehme Süße, auch einen lecker traubigen Geschmack auf der Lippe. Geiles Zeug, auf jeden Fall. Also schmeckt genauso, wie es schmecken soll. Ja, so eine Traubenmischung ist das. Lecker süß. Und hinterlässt wirklich einen tollen, süßen, so einen Traubengeschmack. Also geil. Ja, auf jeden Fall kann man das empfehlen. Also wer auf Traube steht, ne, einfach mal bei Feel auf die Seite gehen. Da kriegt ihr all die Liquids hier. Jetzt habe ich das Hollywood. Soll nach Pfirsich und Pfirsich-Sahne schmecken. Riecht lecker nach Pfirsich. Würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal, ne? Sehr sahnig, leicht, also eine milde, ein milder Pfirsich.
aber ja, so ein Sahnepfirsich so. Ich weiß nicht, lecker. Also nicht zu stark, eher dezent. Saugeil, wirklich richtig gut. Einfach mal schauen, ob ich hier irgendwo sehen kann, wie, ja, also ich finde keine Informationen, wie viel PG, wie viel VG, steht halt nur, dass es, ja, vegetarisches Glycerin, ja, koscheres Problem mit Kohl, ja, und natürliche und künstliche Aromen, ja. Ist jetzt nicht zu viel des Guten, also der Information, nichtsdestotrotz ein richtig tolles Liquid. Ja, also der erste war nicht ganz so mein Ding, die anderen beiden finde ich sehr lecker, kann man echt toll zwischendurch dampfen. Ja, nochmal ein Danke halt an viel, an Dietmar und an Thomas. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, ne, und sag einfach mal, oder schönen Tag, wie auch immer. Ich sag mal bis denn dann und ja, hier unten sollte mein Abonnieren-Button zu sehen sein. Einfach mal draufklicken, meinen Channel abonnieren. Ja, vielleicht noch eine kurze Info, demnächst kommt ja die TPD2. Da werde ich ein paar Änderungen an meinem Kanal selber vornehmen. Ich werde dann halt seltener normale Reviews machen, Hardware, sonstiges Liquid, weil dann review ich noch die Sachen, die ich selber gekauft habe, wo ich euch auch Rechnungen zeigen kann. Einmal in der Woche wird es dann einen Hangout geben, in dem ich ja direkt online, also direkt im Stream, Fragen beantworte, Tipps gebe zum Wickeln und so weiter. Ich werde auch noch ein paar andere Leute dabei haben. Wir werden halt dann gemeinschaftlich ja, von Dampfer für Dampfer nennen wir das ganze Ding. Unser Hauptaugenmerk ist halt im Endeffekt die aktive Hilfe. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit euren Akkuträgern, ähnliches, ja, dann seid ihr dann genau in dem Stream richtig, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Fragen habt zu TPD2, zu neuen, ja, Gesetzes, also wie verhalte ich mich gesetzeskonform nach neuen Richtlinien und so weiter, ja, dann könnt ihr uns da all diese Fragen stellen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr am 19. dabei seid, und zwar geht es dann um 20.30 Uhr los, wir feiern in die TPD2 mit Obi, mit vielen Leuten, wir haben Special Guests dabei, ob das Hersteller sind, ja, alles Mögliche. Ne? Selbst, ich will gar nicht zu viel verraten. Schaut euch einfach an. Am 19. um 20.30 Uhr geht's los. Im Hangout, im Live-Hangout. Und ich wünsche euch noch was. Bis denn dann.